Habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung, herzlich zurück bei Effectorio. Jetzt geht's. So, wieder Zeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und dieses Flimmern ist immer noch da. Seitdem, dass ich auf Windows 10 umgestellt habe, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Ich habe hier so Flimmern. Wir sind immer noch dabei, unsere Rakete zu bauen. Und wir sind jetzt bei 81%. Das ist schon mal gut. Ich hatte befürchtet, wir sind bei weniger. Unserem Panzer geht's wie? Der ist wieder repariert. Den befüllen wir mal mit Munition. Ah, wir haben ja keine von der größeren Munition. Also von den. Wie heißen die? Von den Kanonen geschossen haben wir nichts. Ah, wir könnten ja diese Giftkapseln, Verlangsamkapseln, Verteidigerkapseln. Da könnten wir ein bisschen was machen. So, wie sieht es hier aus? Kupfer fehlt. Kupfer fehlt. Warum? Weil hier nicht genügend produziert wird. Der Nachschub ist nicht da. So, es geht bis hierher und nicht weiter. Schlecht. Machen wir das jetzt mal so. Das nehmen wir mit. Und wir setzen da noch einen dazu, einen Ofen. Also wie das Forschungszentrum da, diesen Hangar habe ich jetzt da ein bisschen zu weit auf die eine Seite gesetzt. Die Drohnen-Dummerei. Hier noch ein bisschen was gemacht. Ich habe doch den aufgenommen gehabt. Was fehlt jetzt da? Da fehlt Kupfer. Das Kupfer nehmen wir lieber aus der Kiste. Und bauen dann nochmal schnell zwei von den Greifern. Einen zum Befüllen, den anderen zum Entleeren und dann da noch. Wie machen wir das? Ich mache es jetzt einfach mal so. Und dann noch einen, noch fehlt der Stahlträger. Gut, die Befüllung, die läuft schön. Jetzt wollen wir auf beiden Seiten den Waggon entleeren. Läuft es eigentlich recht schnell, das ist gut. So, und hier liegt es am Kraftstoff. Setzen wir noch ein paar so Effizienzmodule rein. Da brauchen wir rote und grüne. Stellen wir jetzt einfach mal daher und nur mal, was so vorbeikommt.
Grüne hätte eigentlich genügend. Naja, solange wir nicht mehr von denen haben. Produktivität plus 4. Plus 6 plus 10. So, wir sind jetzt bei 83%. Muss mal schauen, dass da unten der Laden läuft. Kunststoff läuft auch, aber nicht so gut, wie es sein sollte. Sieht es hier aus? Es läuft, es läuft, es läuft. Anscheinend produzieren die nicht schnell genug. Rohöl haben wir, aber das Leichtöl. Wo hier umgewandelt wird, wird nicht schnell genug. Bräuchte ich 4 von denen? Da habe ich. Ah, ich habe doch noch einen. So, geht das schon ein bisschen schneller, oder? Plus 50, dann doppelte Geschwindigkeit. Zehn, 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 zehn. Rohöl, Lagertank. Kann ich da noch einen Lagertank bauen? Wo ist der Lagertank? Wo bei diesen Ölfässern? Fass befüllen, Rohölfass. Ölraffinerie. Labor. Kombinator. Roboterhangar. Wo ist dieses Fass? Diese Batterie, Sprengstoff. Heizkessel, Rohölförderpumpe, Lichtpumpe, Hochofen, Montagefabrik, Ölraffinerie, Chemiefabrik, alles Mögliche habe ich da. Sollte eigentlich ja hier irgendwo sein. Ah, da ist Lagertank. 5 Stahlträger. Machen wir das am besten. Das Leichtöl ziehen wir jetzt da ein bisschen ab. Das heißt, die können jetzt da mehr von dem anderen machen.
ist ja Hindernisparcours da. Machen wir den noch ein bisschen schneller, weil wir es einfach können. Und da fehlen nur die Ruhe. Okay. Also. Und was fehlt jetzt noch hier weiter? Wir haben hier nur Petroleum drinnen. Der braucht zurzeit nichts zu machen. Der läuft. Das läuft auch schön. Kommt da ein bisschen Kunststoff hier oben an. Oh, wer braucht jetzt alles Kunststoff? Der braucht Kunststoff. So, das läuft hier jetzt langsam voll. Das heißt, jetzt der produziert schon gar nicht mehr. Dafür nur der. Dann läuft jetzt langsam hier die Karte voll. Und wenn das der Fall ist, laufen die roten voll. Und wenn die roten voll sind, dann läuft der Kunststoff hier rein. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, wie sieht's aus? Wird der so schnell gefüllt wie der, nee, wie er braucht, wird nicht so schnell gefüllt, aber nur kurz dauert's. Ah, 85% haben wir schon. Na, es hängt jetzt eigentlich an den roten. Ja gut, so. Ah, wie sieht es mit dem hier aus? Was bräuchten wir noch? Bräuchten wir noch so viel Kunststoff? Ich glaube, da werden wir die Richtung gar nichts mehr machen, diesen Kampfanzug. Den haben wir ja schon. Wie groß werden das Fenster? 10x10. Und der ist 7x7. Was könnten wir denn da noch alles reinstecken? Also 7x7, also hätten wir noch 3 dazu. Da haben wir doch jetzt noch ein paar Sachen dazu gebaut. Sind wir gerade angegriffen worden? Ja, von den großen Biestern. Wie schaut es mit dem Strom aus? Ja, wenn wir dann noch diese Nachmittagsabsenkung, das ist ein gutes Zeichen. Wie sieht es hier aus? Also die graue Linie sind die Lasertürmchen. Ja, sieht gut aus. Es läuft jetzt eigentlich schön hier alles. Ja, mit Kupfer geht es auch langsam voran.
Problem. Wieder Kohle auch. Das läuft ja auch schön hier. Das Licht setzen wir hier rein. Hier unten, glaube ich, haben wir auch noch irgendwo Licht gebraucht. Das haben wir da irgendwo abgerissen gehabt. Das setzen wir da her. Haben wir noch eins. Noch zwei haben wir. Ah, die brauchen wir nicht alle. Kunststoffsachen, der Engpass. Ja, jetzt warten wir auf Kunststoff. Und dann läuft das wieder. Ja, die Angriffe, die haben jetzt das eigentlich mit den Batterien ein bisschen erschwert. Schauen wir auf unsere Karte. Ha, wir haben schon eine ganz schöne Luftverschmutzung hier gemacht. So weit sogar, dass wir hier außerhalb dem Bereich, den wir erkundet haben, sogar sind. Sollte eigentlich noch irgendwie so Eisenbahn drumherum bauen, dass die immer platt gefahren werden. Vielleicht wird das was helfen. Ich muss jetzt dann, glaube ich, langsam mal schauen, dass wir uns noch ein Kohlevorkommen irgendwo besorgen. Weil das werden wir nicht rechtzeitig hinkriegen. Dann nehme ich am besten unseren Panzer und nehme noch ein paar Materialien mit. Ich brauche erstmal Schienen, die habe ich irgendwo da herüben gelagert. Hier drinnen? Nee. Elektroschockverteidigung. Das probieren wir jetzt nochmal aus. So. Ah, da muss ich das erst in die. Ofen. Elektroschockverteidigung, Energieschild. 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 Es ist das gleiche. Nachtsichtgerät, persönliche Laserverteidigung. Satellit. Ich habe doch diese Elektroschockverteidigung. Und ah, da muss man das ein bisschen umsetzen. Und die Auslöser für die Elektroschockverteidigung. Der kommt hier rein. Aha. Gut zu wissen. Ja, wir können mal hier noch ein bisschen umsortieren. So. Was haben wir noch? Noch eine Batterie? Die können wir nicht drehen, schade. So, das legen wir wieder hier rein. Genauso wie die Verbrennungsmotorenbestandteile.
Dann brauchen wir ein paar Erzförderer. Fünf machen wir mal. Kisten, wir brauchen mal. Ein paar von den Öfen brauchen wir. Wir brauchen Schienen. Haben wir Schienen im Angebot? Irgendwo habe ich die Schienen hintan. Ich weiß jetzt leider nicht mehr wo. Ist da drinnen? Nee. Auf der Tasche habe ich. Ach, ich habe es nur in der Tasche. Ja, gut. Wir sind jetzt bei 89%. Und in der nächsten Folge gehen wir auf Kohlejagd. Bis dann, Servus und für gut.